Es ist noch gar nicht allzu lange her. Im September war es an einem Samstagvormittag. Im Rahmen einer Pressekonferenz hat Laura Sachs-Lehner ihr Amt als Generalsekretärin der ÖVP zurückgelegt. Manche sagen, mit Pauken und Trompeten unter anderem, hat sie damals ja nicht mit Kritik an der eigenen Partei gespart. Sie hat gemeint, dass die alten Werte der ÖVP heutzutage verraten werden würden. Alle Ämter hat sie damals übrigens nicht zurückgelegt. Sie ist weiterhin Landtagsabgeordnete in Wien. Das dürfte aber trotzdem reichen, denn sie hat inzwischen scheinbar mehr Zeit gehabt und in dieser Zeit ein ganzes Buch geschrieben. Der Titel lautet An den Pranger, warum Meinung in der Politik wieder erlaubt sein sollte. Das Buch hat etwa 180 Seiten. Böse Zungen behaupten, es wäre eher eine Broschüre. Und schon bekannt ist der Klappentext, in dem bezieht sie sich generell auf die Politik und lässt sozusagen kein gutes Haar an der eigenen Zunft. Sie meint, dass die Politik sich einfach weg von der Bevölkerung entwickelt. Die Menschen, die ziehen sich in ihre eigenen Echokammern zurück und die Politik verkommt zu einem Selbstbedienungsladen. Und vor allem junge Menschen hätten für das einfach kein Verständnis mehr. Außerdem kritisiert sie die Zustände im Asylwesen in Österreich. Sie sagt, die sind absolut schockierend und es müsse sich unbedingt etwas ändern. Gespannt darf man sein, wie gut sich das Werk verkaufen wird.